Willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt schon mal angefangen, das Lager hier einmal einzurichten in unserer neuen Stätte. Ja, das war vorher hier hinten. Da sind auch noch ein paar Sachen. Ja, hier sind die letzten Spinde. Batteriestation und so weiter. Hier steht jetzt aber erstmal schon mal die Jukebox. Das wird ja der Wohnbereich. Und jetzt habe ich hier hinten schon mal das Lager angefangen. So ein bisschen auch ähnlich wie das, was wir schon beim ersten Teil hatten. Also ähnlich aufgebaut. Ich will mich auch nicht groß servieren. Die Aufteilung ist trotzdem ein bisschen anders. Jetzt habe ich hier Quarz und Glas auf der Seite, sonst hatte ich das da. Ich hoffe, ich komme mit der Sortierung klar. Es ist irgendwie größer. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach enger zusammengebaut habe, aber irgendwie sind es hier mehr Spinde als sonst. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber dafür an der Seite, glaube ich... Nee, ich meine, ich hatte ja auch zwei. Egal. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen rausgesucht und oben seht ihr nämlich auch schon, wir hatten ja beim letzten Mal den... Schneefuchs hier angepinnt und halt auch das Testüberbrückungsmodul. Das können wir leider noch nicht herstellen. Dafür fehlt uns dieser Parallelprozessor und dafür fehlt uns ja noch ein Bauplan. Das heißt, wir müssen erstmal auf die Suche, wo wir diesen Bauplan herbekommen. Keine Ahnung wo. Es gibt jetzt keinen wirklichen Hinweis, glaube ich, darauf, wo ich den finden kann. Das heißt, wir werden jetzt einfach das Spiel spielen, bis wir diesen Parallelprozessor finden und können dann mit Margaret uns anfreunden oder von ihr weitere Informationen bekommen. Ich würde jetzt gern den hier bauen. Wir brauchen dafür aber Schmierstoff. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Vielleicht haben wir sogar noch was davon. Ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Hier vielleicht. Wurzelblase. Ich glaube, das ist das sogar. Was mir hier fehlt ein bisschen, ist ein Gelsack. Damit können wir auch Benzol herstellen. Ist mir aufgefallen. Aber, ja, genau. Also Gelsäcke fehlen mir irgendwie. Ich dachte eigentlich, ich hätte welche. Oder zumindest mindestens einen. Aber wenn wir einen haben, dann weiß ich nicht wo. Also ich finde die zumindest jetzt gerade nicht mehr. Sonst hätte ich mir ein bisschen was anderes noch gemacht. Das ist das Pfadfinderwerkzeug. Der Scanner. Thermoanzug braucht das. Warum werden mir die Sachen gerade so als neu angezeigt? Okay, ich habe keine Ahnung. Aber Module, stimmt. Davon können wir auch bald noch was craften. Hier habe ich es gesehen. Benzol. Polyanilin und Salzsäure. Mit der Höhlenknospe. Also wir haben da auf jeden Fall einige Ressourcen in der Gegend bei ihr, die wir für die fortschrittliche Fabrikation brauchen. Was wollte ich machen? Eigentlich das Öl. Schmierstoff. Mache ich denn das hier? Nee, Schlingpflanzen-Samenbüschel brauche ich dafür. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal los und uns das besorgen. Das lege ich dann wieder zurück. Wir haben davon ja nichts mehr. Das heißt, es geht jetzt erstmal einmal los. Da finden wir auf dem Weg auch nochmal einen Gelsack. Ich würde die ganz gerne hier anpflanzen. Damit wir davon genug haben, weil wir brauchen die für Aerogel. Davon haben wir noch nichts. Und das würde ich gerne haben wollen, weil wir damit... wo gehe ich jetzt am ehesten hin? Botic Vieh, vielleicht in die Richtung. Da muss ich eh nochmal auf das Bett und die Disc holen. Damit wir das Wasserteil bauen können. Also die Wasserspender. Also Gelsäcke müssten hier unten irgendwo sein. Und die anderen Teile hinten rechts irgendwo. Habe ich zumindest so im Kopf. Meine Gelsäcke wären einfach hier unten hin und wieder mal, hätte ich sie gesehen habe. Aber habe ich nie mitgenommen oder selten mit welche mitgenommen. Wie gesagt, ich meine, ich hatte irgendwo einen, aber ich finde ihn nicht mehr. Glaube auch nicht, dass ich ihn schon mal verwendet habe. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Gelsack. Autsch. Brauche ich so eine Außenkamera? Wie bei dem Zyklopen im ersten Teil. Das Teil ist ja schon größer als jetzt einfach nur meine Person. Ich habe ja noch einen dicken Hintern. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, ob ich hier irgendwo einen Gelsack sehe, aber ich sehe gerade keinen. Ich weiß jetzt leider nicht, wo wir die gefunden hatten. Und ich sehe also auch gerade keine Büschel. Das wundert mich auch eher. Vielleicht bin ich da auch schon zu weit jetzt weg. Oh, da hinten. Da fangen wieder solche Dinge an. Ja, sehr gut, dann kommen wir da noch hin.
Also Gesäcke muss ich mir dann auf jeden Fall auch mal merken, wo wir die herbekommen. Wenn ich die jetzt finde. Obwohl, wenn ich die anpflanze, ist eh egal. Mal hier raus. Vielleicht gucken wir hier unten mal eben. Davon nehme ich mal ein bisschen was mit. Das sind keine Gelsäcke. Und Titan haben wir auch gar nichts mehr. Also die drei Titanen, die ich jetzt gerade im Inventar habe, ist das einzige, was wir noch haben an Titan. Von daher muss ich da auch definitiv farmen gehen. Und ein bisschen was sammeln. Wir brauchen nämlich noch einiges. Ich könnte aber bei der Mercury eigentlich so ein bisschen Schrott mitnehmen. Dass ich dahin gehe. So, gibt es vielleicht Gelsäcke hier unten? Jetzt habe ich hier mal welche gesehen. Ich weiß es halt gerade gar nicht mehr. Ich meine nicht, dass das so hell war, sondern eher dunkles Gebiet. Wo die Gelsäcke waren. Und daher, glaube ich, gehe ich auch direkt wieder. Ich meine nicht, dass das hier unten war. Kann sein, dass es eher in dem hier hinten weiter war. Wo wir letztes Mal lang geschippert sind. So, wir haben jetzt schon fast volles Inventar, ne? Hält nämlich einfach noch mehr davon mit. Und dann gehen wir einfach wieder schon. Achso, ist schon voll, okay. Nehme ich noch vielleicht ein bisschen Titan mit und dann gehen wir einfach wieder zurück. Dann hole ich mir die Disc auch noch später. Scheiß drauf. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal einen Schneefuchs basteln. Wir bräuchten dafür auch noch die Base. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht können wir die auch einfach so platzieren. Also, dass wir den Schneefuchs so wie das Teil hier in der Hand haben und dann irgendwie so ausklappen oder so. Der sieht so ein bisschen so sporadisch halt aus. Also, dass er nicht so besonders groß wäre. Vielleicht so 3x3 Feld vielleicht. Was ist das denn da? Ach so, das ist ein Kabel. Eine Alien-Station. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann gesehen. Das führt da hinten hoch. Ja, ich glaube, den sind wir mal gefolgt. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber hier sehe ich jetzt auch keinen Gelsack. Ich meine, das war vielleicht in der Richtung, wo diese Schlucht auch ist. Vielleicht sogar in der Schlucht. Hier haben wir sehr viel Quarz. Aber nicht so ultra tief. Weil ich konnte es schon recht früh finden. Wo ist meine Base? Warum ist die rot? Warum ist meine Base rot mittlerweile? So, grün bitte. Und ansonsten gehen wir vielleicht gleich auch nochmal zu dem Teil. Das würde mich auch interessieren, dieses Erbauartefakt. Vor allem, weil das nicht allzu lange dauert, wenn wir das mit dem anderen vergleichen. Da war ich ja recht schnell. Also schnell innerhalb von einer halben Stunde oder so. Habe ich es zumindest dann irgendwann gefunden. So, hier haben wir natürlich auch einen Eingang. Kann man eigentlich auch direkt mal nehmen. So. Welcome aboard, Captain. Okay, so, Spielstoff. Nehmen das erstmal her. Das ist auch ein cooler Song eigentlich. Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass generell Gesang im Hintergrund ist immer ein bisschen schwierig. Da mag ich so ungern rüberreden. Obwohl ich tatsächlich diesen Rap-Part... Ich mag eigentlich Rap ganz gerne, aber den Rap-Part finde ich nicht so ultra stark. Also nicht, dass er nicht viele Wörter in der Sekunde schafft. Der ist schon übel. Aber irgendwie hat er für mich weniger Beat. Kabelsatz können wir auch wohl ruhig herstellen. Wir haben genug Silber in einer Tonne. So, wir können den Schneefuchs jetzt bauen. Die Frage ist halt, wie baue ich den? Weil das habe ich jetzt noch nicht so richtig herausgefunden. Nee, da oben war eigentlich nur Seebahn und Krebs. Wie baue ich den? Vielleicht brauche ich sogar diese Base. Nee, die nicht, sondern...
Die Base, die wir bauen können. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wo wir die haben. Hier. Titanenkabelsatz, stimmt. Dafür brauchen wir auch einen Kabelsatz. Ausrüstung. Ich habe Elektronik und so weiter, habe ich noch da vorne. Ich mache jetzt einfach mal hier ein. Habe ich da was? Elektronik. Setz einen Kabelsatz hier wieder rein. Ein Silber. So, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Titan. Das brauche ich aber alles nicht. Kupfer. Achso, ist voll. Nice. Okay, Moment, dann machen wir davon mal ein paar Kupferdrähte. Na komm. Immer drücke ich dann irgendwie raus und dann beendet er das Ding. So, stromtechnisch sieht es auch noch ganz gut aus, obwohl der Batterien auflädt. Ich denke, das wird sich dann ändern, sobald wir den Wasserfabrikator haben. Der zieht nämlich richtig Mast an Strom. So, Moment, Elektronik. Und Öl wollte ich jetzt hier einmal reinmachen. Wir brauchen ja nur eins. Und eine Batterie habe ich auch dabei. Ich habe vergessen, was? Kabelsatz und zwei Titan. Okay, genau. Haben wir dabei. Wir haben eigentlich alles dabei, um das zu bauen. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich an Land bauen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Weil ich glaube, das konnte ich hier jetzt nicht einfach setzen. Also das muss wahrscheinlich an Land gesetzt werden. Und ich hoffe mal, dass ich dann auch das den Schneefox dort bauen kann. Wir müssen es ausprobieren. Jetzt muss ich eh zur Station, Vieh. Oder Pfei. Hier. Dann fahre ich da kurz mal eben hin. Ja, wir sind fast da. Ich glaube, ich näher mich gerade dem Land hier. Oh. Das ist erstmal nur eine Eiswand. Hatten wir denn den Hafen? Oh, ouch. Der Kopf. War der wahrscheinlich ein bisschen weiter da hinten. Das ist gerade gar nicht. Wir haben... Warte mal, Landeplatz. Nee, Landeplatz ist doch... Das ist da hinten, nicht der Hafen, den mir jetzt markiert ist. Moment. Ja, da jetzt, wo sind wir hier? Waren wir hier schon mal? Wie kommt mir das alles nicht so bekannt vor? Hier sind die Quallen. Das sind wir schon mal richtig. Ist über uns diese Brücke vielleicht? Kommt es halt nicht so bekannt vor, durch solche Schluchten gefahren zu sein? Ich kann mich da nicht so richtig dran erinnern. Man da rein? Sieht aus, als könnte man da rein. Ja. Das schaue ich mir mal an. Irgendwie, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Was ist das denn jetzt? Wo bin ich gelandet? Okay, vielleicht musste ich weiter in die Richtung eher und jetzt bin ich nach links. Wo ist denn dieses Pilotending? Das müsste jetzt hier... Ja, tatsächlich. Wir sind schon auf der Höhe. Okay. Was bist du? Der Tuch, ein Ei? Okay, davon würde ich eins haben. Was bist da? Was ist das Teil? Eine Steinlaus. Hier ist eine Laus unter Wasser in einem Eisberg. Steinlaus. Ein kleiner leuchtender Aasfresser, etwa daumengroß. Dieses Tier könnte ein entfernter Verwandter des Sandhais sein, das ebenfalls über ungewöhnliche Gliedmaßen und so segmentiertes Außenskelett verfügt, so wie gerne gräbt. Ein entfernter Verwandter des Sandhais. Also ist ist dieser Sandhai dann das Teil, was immer so gerne irgendwo Löcher gräbt? Also das hier in Leviathan-Größe vielleicht dann? Die kreisförmig angeordneten Zähne können Korallenstücke und Seegräser zerteilen, die sich an Felsen verfangen haben. 10 Beine, 2 Arme und eine große Flosse ermöglichen es der Steinlaus, sich an Felswänden festzuhalten, dort auf Nahrungssuche zu gehen und bei einem Angriff Stellensicherheit zu schwimmen. In der Dunkelheit grün zu leuchten, mag wie eine seltsame Überlebensstrategie anmuten, aber diese Anpassung scheint ein Paarungsverhalten oder einen anderen speziellen Vorgang zu sein, an dem jeweils nur ein Bruchteil der Gesamtpopulation beteiligt ist oder gefressen zu werden. Was? Beteiligt ist oder gefressen zu werden, ist einfach ein Teil
Des Lebenszyklus der Steinlaus. Beurteilung harmlos. Hab ich die jetzt mitgenommen? Seh die nicht mehr. Nein, was drücke ich? Habe ich die jetzt im Inventar? Ja, tatsächlich. Ich dachte, ich hätte die nur gescannt und hab dir das angeguckt, aber dann habe ich diese gescannt, aufgesammelt und dann erst reinguckt. Okay, hier sind auf jeden Fall Eier und was auch immer. Denke mal nicht, dass eine Steinlaus solche Eier legt. Aber schon cool, dass man hier rein kann. Fällt mir. Warum ist das so still hier gerade? Bisschen scary. Mal ganz kurz. Datenbank. Karte des Gletscherbeckens. Ich denke mal, ich bin da nicht durch, oder? Durch diese Schlucht. Ich denke mal, ich bin hier unten irgendwo und ich muss wieder hochfahren. Diese Stille ist super weird, dass es gerade keine Musik gibt. Aber egal, dann gucken wir mal ganz kurz, wo die Schlucht noch so hinführt. Aua. Ach, wir haben ja auch noch eine größere Karte. Darauf hätte ich es vielleicht besser zeigen können. Moment. Hier. Ja, wir sind wahrscheinlich in diesen Eisschollen gerade. Bin hier wahrscheinlich durch. Vielleicht war das die Klippe. Ja, ist einfach. Also da bin ich definitiv nicht durchgefahren. Das ist auch Ende da. Da waren wir aber auch schon mal kurz, ne? Da sind wir schon mal reingefahren. Meine ich zumindest. Bin, glaube ich, dann hier zu dem Signal und bin dann hier so und jetzt fahre ich hier gerade runter. Aber hier unten ist ja dann irgendwann nichts mehr. Außer mein Tod wahrscheinlich. Und die Quallen. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Geh mal nicht davon aus. Wenn ich irgendwas Bedrohliches sehe, dreh ich auch direkt um. Weit fahre ich auch eh nicht mehr. Auch mal ganz kurz gucken. Vor allem werde ich nicht runter. Oh Gott, ey. Hast du diese Dunkelheit unter mir? Oh, habe ich die ganze Zeit Angst, dass da irgendwas ankommt. Ja, ich glaube, das ist Ende der Spielwelt. Hier geht es nämlich jetzt nochmal rechts um die Ecke. Ach Gott, das ist so offen und riesig. Und einfach pures Nichts. Ich habe keine Lust mehr. Ich wette, hier gibt es dicke Leviathane. Ja, ich drehe mal um. Ich fahre jetzt wieder nochmal in die Richtung. Hier bin ich richtig. Oben links hat man schon eine Antenne gesehen. Hier nehmen die auch zu und sind viel weiter oben. So wie wir es eigentlich auch kennen. Und da ist der Anlegesteg. Sehr schön. Es ist leider mittlerweile Nacht. Das heißt, die wärmenden Blumen sind jetzt nicht mehr offen. Naja, mal gucken. Wir müssen jetzt erstmal eh schauen, ob wir den Schneefuchs hier jetzt irgendwie errichten können. Okay, das kann ich schon mal bauen. Das, zumindest irgendwo ging das gerade. Ach, so ein bisschen höher. Ich möchte es ganz gern irgendwie an einem guten Punkt hier irgendwie haben. Aber das wird schon passen. So. Konstruieren. Ja, perfekt. Das kann man hier bauen. Sehr nice. Ich sollte mich gleich auf jeden Fall nochmal wärmen. Aber ich möchte kurz einmal aufsteigen. Obwohl, wir können uns auch hier an diesen Quellen hier wärmen. Wenn die zumindest mal rauskommen. So, alles klar. Wir haben ein kleines Motorrad. Hoch. Okay, fahren mit dem Schneefuchs. Ein weiteren Erfolg. Dieses Spiel hat auch echt nicht so viel Okay, wie geht die Steuerung? Ja, nee, ich habe jetzt keine Zeit zum Trinken. Die Steuerung ist erstmal weird. Da muss man sich jetzt erstmal gewöhnen.
lenke ich? Schub, umschalt links. Ja, nee, Schub will ich erstmal noch nicht. Huch, nein. Nicht kaputt gehen. Ah, scheiße. Aber da können wir uns dran wärmen. Hallo. Nicht abbauen. Oh mein Gott. Wie lenke ich? Also lenke ich wirklich mit dem nach rechts? Nach links? Nee, jetzt. Ah, nee, warte. Hä? Wie lenke ich? Irgendwie verstehe ich es immer noch nicht so ganz. Ist das wirklich mit der Maus? Ja. Oh mein Gott. Wollte mal kurz drücken. Jetzt habe ich keinen Schub mehr, ne? Jetzt aber wieder. Okay, verstehe. Wir brauchen Wasser. Okay. Das Ding ist, wir haben jetzt... Eieieiei. 870. Das Ding ist schon um einiges... also haben einige Schaden genommen. Das Ding ist, wir haben überall Schnee, aber ich habe keine Tabletten halt. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, dass wir mal sowas haben. Okay, aber interessant. Gab es hier nicht auch irgendwie was zu snacken? Ich habe das alles halt schon mitgenommen, ne? Es hört sich immer noch so an, als würden das Schritte sein. Aber das scheint leichter zu lenken, wenn das halt Speed bekommt. Also wie ein Motorrad halt. Ansonsten ist es eher schwerfällig. Jetzt das Problem, ich habe kein Trinken dabei. Wie machen wir das jetzt? Ich habe gar nichts dabei. Wow, ist das ein großes Ei. Holy shit. Okay. Oh, warte mal. Hier wäre auch... Ah ne, das haben wir gescannt, ne? Das war diese Station, die wir gescannt haben. So, auf irgendeinem Bett habe ich eine Disk vergessen. Das sollten wir auf jeden Fall mal holen. Vielleicht finden wir dabei auch noch Wasser. Wäre echt herrlich, wenn ich hier außersehen Wasser vergessen habe. So, die konnte ich auch... Die hätte ich auch scannen können, wurde mir gesagt. Ich meine, safe, ich hätte drauf gehalten und wollte die scannen. Aber es ging nicht. Kommt mir da durch? Anscheinend nicht. Kaffeemaschine. Hier ist es nicht gewesen. Hier nicht noch. Ja, da ist Wasser. Oh mein Gott, ich habe was hier gelassen. 35. Sehr schön. Vital signs stabilizing. Oh mein Gott, habe ich ein Glück, ey. Bin kurz vor meinem Trinken gewesen. Also er trinkt nicht. Warte mal, anders. Ja, Dursten. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber haben nach unten. Unten war noch ein Häuschen mehr, ne? Ich dachte schon, soll jetzt so langsam. Weiß ich aber nicht, wo noch ein Bett sein soll. Hier ist nur eins. Kann man nicht durch. Hier kann man noch rein. Waren wir da nicht drin? Doch, hier war ich. Okay, und hier vielleicht eine Disk. Ah, da. Jetzt sehe ich sie. Nerd out, diving into the deep. Okay. Hier ist das Aquarium gewesen. Okay, ich denke aber, dann habe ich hier alles. Sonst wurde mir auch nichts reingeschrieben, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen was trinken konnten, ist natürlich jetzt nicht viel. Würde ich jetzt einfach mal ganz kurz... Borderschlag. Würde ich einfach mal versuchen, hier weiterzugehen. Nach hinten, also einfach diesen Fluss folgen. Mit dem Schneefuchs. Und mal gucken, ob wir irgendwo rauskommen und ob wir irgendwas Cooles finden. Was war das hier nochmal? Eiskorb. Ist das nicht sogar das, was wir brauchen, um mit dem Schnee so diese Dinger zu machen? Diese Tabletten? Dann bräuchten wir ja eigentlich nur noch eine Station, die wir auf der Seebahn haben. Mir fehlt auch jetzt gerade Essen. Ich hoffe einfach, wir finden gleich noch ein bisschen was. Hier. Eiskorb mit Salz. Genau, richtig. Und die Thermoskanne. Die muss ich auf jeden Fall bald mal craften. Also definitiv jetzt, ja, nächste Folge oder so. Weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme. Also, ja, mir fehlt aber auch immer noch eine Sache. Und zwar... Oh Gott, Alter. Okay, wahrscheinlich Pirscher. Also ich hoffe nichts Schlimmeres. Fragment eines Schneefuchses. Okay, hier hätte ich auch das letzte Fragment bekommen können. Oh, ich höre ihn.
hoffe mal, die können nicht von oben kommen, aber das sieht so ein bisschen so aus. Das kann ich nicht scannen. Okay. Mir wurde irgendwas reingeschrieben mit dem Schneefox. Nee, Pirscher, aber ich hab's schon wieder vergessen, was es war. Wie, das kann ich nicht mitnehmen? Oh, da ist einer. Aber Licht oder so hat den doch... das haben wir doch beim letzten Mal noch gelernt. Oh mein Gott. Nein. Sterbe ich jetzt? Boah. Hier, ich hab Licht. Sei verwirrt. Wieso geht das nicht? Okay, anscheinend habe ich das noch nicht verstanden. Oh mein Gott, ich sterbe. Eieiei. Wie viel Schaden habe ich schon bekommen? Sehr viel. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Hilfe! Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ich muss ihm einmal dodgen. Oder er kommt nicht weiter. Das kann auch sein. Wir brauchen irgendeine Art von Waffe gegen die... Ich dachte, safe, das ist mit der Taschenlampe, dass ich ihn damit verwirren kann. Weil wir das letzte Mal so gelesen hatten, dass irgendwelche Lichtquellen den irgendwie verwirren oder so. Aber dann habe ich das falsch verstanden. Gut, dann ist das noch keine Region, wo ich hingehen möchte. Wahrscheinlich kann ich an dran vorbei sneaken oder sowas. Aber ich möchte erst gucken, ob wir vielleicht irgendwie uns bessere vorbereiten können. Ich habe halt vor allem nichts mehr an Leben. Kann jetzt eigentlich nicht mehr hier weiter. Das ist was zu essen hier hinten, oder? Genau. Das Teil hier. Körperwärme, Nahrung und auch Wasser. Das sind die geilen Quellen hier. Also die Teile müssen wir uns echt merken. Die sind Gold wert. Aber heilen tun die einen nicht. Davon gab es ja auch welche. Ich glaube, das, was wir auf der Base haben, diese Laternenfrucht. Können wir damit wohl mit dem Speed, so ein bisschen wie bei Borderlands, so über die Brücke springen? Da muss ich halt direkt dran denken, dass man in Borderlands kommt man halt mit so einem Auto hier über die Brücke. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen sollte. Hier sind auf jeden Fall auch noch Boxen. Oh, was ist denn das hier? It was important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Ah, okay. Da finden wir das nächste Körperteil. Achtung, Ölstand prüfen. Ach so, wir können das ausfahren. Die ist gar nicht, also die ist gar nicht zusammengebrochen, sondern die ist nicht ausgefahren. Oder man kann sich so, das ist auch einfach eine bewegliche Plattform, die dann so rüberfährt. Vielleicht auch so. Zerbrochene Hydraulikpatrone. Aha. Vielleicht müssen wir die auch erst bauen und austauschen. Solche Sachen sind auch echt cool. Das gab es im ersten Teil ja eigentlich auch nicht, glaube ich. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwann was bauen mussten, um irgendwas zu ersetzen. Könnte mich auch täuschen. Das machen wir jetzt mal weg. Hydraulikpatrone. Wo haben wir die denn? Hier oben. Mit Schlingpflanzen, Samenbüschel und Gelsack. Ja, Gelsäcke wollte ich eh haben. Ein Behälter mit Hydraulikflüssigkeit zur maschinellen Anwendung. Brauchen wir davon denn vier? Nee. Da sind noch drei Stück drin. Also da müssen wir einen reinmachen. Dann könnten wir hier rüber. Das Ding ist, mich treibt da noch nicht so viel hin. Bin ich ganz ehrlich. Da hinten können wir hoch. Könnten wir auf das Plateau hier. Interessant. Aber gibt's da was? Vielleicht. Wir sollten es überprüfen. Einmal hier. Jetzt mal im Checken. Wir frieren langsam. Das ist ein Problem. Okay. Warte mal, hier ist eine Quelle. Alles gut. Und wieder aufgeheizt. Ja, obwohl, jetzt kann ich eigentlich ganz gut drehen. Das ist schon... Ja, man muss einfach nur ein bisschen Erfahrung sammeln mit dem Teil. Dann geht das schon. Also ich komme jetzt mittlerweile ganz gut klar. Anfängliche Schwierigkeiten sind jetzt Geschichte. Gab es hier eigentlich noch irgendwas? Ich glaube, ich bin hier schon ein paar Mal gewesen und denke jedes Mal, hier könnte was sein. Bei diesem Turm. Aber dabei haben wir hier schon geguckt.
So, den stellen wir jetzt am besten ja eigentlich wieder da drauf, damit der laden kann. Gehe ich mal von aus. Und haben den jetzt einfach hier positioniert und fertig. Und immer wenn wir den brauchen, können wir den holen. Man kann den auch hier noch umbenennen. Fällt jetzt gerade kein guter Name dafür ein. Und wir können den auch einfärben. Aber vielleicht, ja, bis zur nächsten Folge fährt mir vielleicht was Gutes ein. So ganz spontan sage ich jetzt mal nö. Also, wir brauchen jetzt Gelsäcke eigentlich am ehesten. Generell Ressourcen natürlich. Aber dann würde ich sagen, damit wir auch irgendwo noch was Produktives machen, gehen wir zu dem Erbauer-Artefakt als nächstes. Wir haben jetzt noch 27 Energie, ne? Das reicht bestimmt noch. Also so viel verbraucht das Teil nicht. Obwohl, ich sollte mich vielleicht erst heilen. Ich gehe erst zurück. Und dann gehen wir zu einem Erbauer-Artefakt und hoffen, dass wir auch dort Gelsäcke finden. Okay, dann wieder zurück. Das kann ich auch nochmal abbauen, unser kleinen Bauwagen. Da habe ich auch noch ein bisschen Titan. So, warte mal, ich wollte im Inventar gucken. Was habe ich denn? Kreaturen-Ei. Ich weiß gar nicht, wo ich so es reinhaue. Eier. Gott, die ganzen Markierungen, ey. Ich habe schon wieder so viel Schnee dabei. Okay, ich muss das erstmal hier irgendwo reinpacken. Schnee. Beinlaus. Weiß noch nicht, wie ich das sortiere. Günstiges. Titan und Kupfer. So, wir bauen nochmal so ein Heilding. Hallo. Bitte einmal da drauf. Machen das nochmal. Elektronik? Nee. Hier. Mit Fasergewebe. Haben wir noch Fasergewebe? Ich hoffe. Warte mal, Produkte. Ich habe hier Ausrüstung. Produkte habe ich noch alle drüben. Sonstiges. Produkte. Fasergewebe. Ich baue mal zwei Stück davon oder gleich. Nee, ach, zwei Stück. Eins nehmen wir mit. Passt das schon. Obwohl, ich kann mich auch damit heilen, ne? Gesundheit plus 10. Heilen uns damit einfach hoch. Und dann baue ich nur einen. Den nehmen wir mit. Nur für den Fall, dass uns da unten irgendwas angreift, was dann gefährlich wird. Dann passt das nämlich. So. Auf geht's. Jetzt einmal zum Erbauer-Artefakt. Das hinten, ja, den Schneefuchs muss ich auch noch gelb machen. Das Signal. Mache ich alles so zwischen der Aufnahme, so eine kleinen Sachen. So, aber das interessiert mich jetzt, was wir hier halt unten kriegen. Was mir noch generell im Basenbau fehlt, und ich würde jetzt gerne als nächste Folge wieder ein bisschen Basenbau betreiben. Sozusagen alle drei Folgen. Ich denke, dann haue ich die aber an dem Tag, an dem normalerweise keine Subnautica-Folge kommt, vielleicht Basenbau-Folge raus. Muss ich aber überlegen. Je nachdem, was, wie das so zeitlich bei mir hinhaut. Ob ich dafür die Zeit habe, noch eine Folge mehr zu machen. Bauen wir vielleicht nächstes Mal die Basis weiter. Vielmehr innen auch. Gelsäcke. Ich jetzt wieder keine. Shit. Oh, warte mal, wo ist das Signal? Jetzt habe ich es schon verloren. Ah, hier vorne. Wir sind schon so nah dran. Was wollte ich jetzt sagen? Basenbaufolge und dann... genau, ich brauche die Innenbeetkästen halt. Die fehlen noch. Und das nervt ein bisschen, dass wir die noch gar nicht haben. Autsch. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, hier drin gerade zu sein. Das sieht nämlich nicht so cool aus. Ich platziere dich mal einfach hier. Und dann gehen wir mit... dem Teil wieder ran. Nee. Lass drin bleiben. F. So, Karte. Momentchen mal. Hier. Müssen wir hier runter dann.
Das sieht gut aus. Also das geht hier auf jeden Fall steil runter. Ist das die Schlucht, die wir mal markiert hatten? Die Schlucht, ja. Dia-Schlucht sogar. Ach, das ist die Dia-Schlucht? Interessant, das wusste ich gar nicht mehr. Ei. Da ist schon mal ein Hai. So, so. So, wir müssen hier irgendwo hin. Ja, da geht. Ja, genau. Da, genau wo mein Mauszeiger ist. Oh shit, ist der nah dran. Eieieiei. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ich bin aber zu klein. Wie so ein kleiner Fisch verstecke ich mich. Okay, Moment. Oha. Shit, der hat doch diese Elektroströme. Ich möchte gern das da scannen. Seebahnfabrikator-Abteil, das haben wir leider schon. Oh, da gibt es auch Sauerstoff. Gerade sagen, ich brauche hier mal irgendwie Sauerstoff langsam. Gehsäcke. Oh nee, ist nicht schon wieder so ein Teil. Stachelfalle. Oh Gott. Oh fuck. Und was war das nochmal? Wo sieht man die? Die Teile da unten, ne? Oh, ich hasse es einfach. Boah, ist das scary hier. Okay. Also hier gibt es leider nicht so viel Sauerstoff, dass ich mir keine Sorgen machen müsste. Muss ich auch gestehen. Und hier ist auch immer dieser Hai unterwegs. Ich habe Angst, wieder gepackt zu werden. Mann. Ätzende Scheiße hier unten. Mach ich gar nicht. Aber es ist wunderschön. Das muss man echt mal sagen. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich bin gefressen. Oh mein Gott. Holy shit. Okay, da waren wir zu nah an so einem Teil dran. Ich muss echt mehr aufpassen. Wir nehmen jetzt unsere Heilung jetzt schon. Wir sind noch nicht weit gekommen. So, ich nehme jetzt diese Gelsäcke noch mit und dann möchte ich mal langsam mein Ziel näher kommen. Ich bin nämlich schon wieder viel zu weit weg. Das sind die ekligen Kackpflanzen. Bist du da? Schon wieder Fabrikatorabteil. Naja. Ja, den Gelsack nehme ich auch noch mit. Ich meine, wir können die anpflanzen, deswegen ist es nicht so wild. Hier ist das Diamant. Oh ja, hier sind wir richtig. Okay, was ist das jetzt? My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Hä, okay. Ein Bauartefakt. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was er von mir wollte. Der Obelisk. Diese Funktion, die Funktion dieses Artefakts ist kaum erforscht, aber Scans zeigen an, dass es ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugt. Einige hypothetische Funktionen. Energieübertragungsvorrichtung, geomagnetische Forschungsinstrument, Kommunikationsnetzwerk, Knoten. Guck mal ganz kurz nochmal rein, was Alan gesagt hatte. Es ist sowohl beunruhigend als auch verstörend, diese Anlage nach so langer Zeit im Reservat wieder zu entdecken. Meine Verbindung zum Netzwerk wird stärker, wenn auch nur ganz leicht. Ich hoffe, du machst mit deiner Suche weiter. Auf der anderen Seite... Dieser Brücke, nee, das ist das andere, was wir vorhin hatten. Das ist wirklich, das ist alles. Also seine Verbindung im Netzwerk wird stärker. Also die letzte Theorie ist anscheinend dann wohl richtig. Oder war das die letzte? Aber was bringt das mir? Ich verstehe nicht ganz, was mir diese Bauartefakte jetzt bringen. An Vorteil für das Spiel. Also klar, wir ein bisschen Knowledge, aber das ist auch nur so minimal. Ich hatte gehofft, dass wir hier jetzt irgendwas Tolleres finden. Zumindest etwas mehr Information, weil das war jetzt auch nicht so viel. Was bist du? Du bist irgendwie so kleine Pollen in der Luft. Aber ich sollte... Nein, ich habe keine Zeit für gefressen werden. Ich möchte jetzt wieder hoch. Wir haben die Gelsäcke, die wir haben wollten. Und wir haben das Abbau-Artefakt. Also alles, was ich eigentlich haben wollte. Fressen werden wollte ich jetzt nicht. Und es ist gut, dass ich das Heilding mitgenommen habe.
Sonst wäre es jetzt auch schon wieder knapp geworden mit der Energie. Aber ich muss da auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf achten. Aber ja, hier gibt es echt viel Diamant. Das ist echt schön. Aber auch andere Ressourcen, die ich gerne mitnehme. Was hier noch? Ja, aber der Hai da unten ist auf jeden Fall schon gefährlich, weil ich den nicht selbst schlagen kann. Hier ist es super viel, also in diesem Spiel ist es viel, viel häufiger der Fall, dass ich nicht... Yes, although... You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Signal location uploaded to PDA. Okay. Ein neues Signal, wieder ein neues erbauter Artefakt. Ist das jetzt... Nee, das hier unten ist es. Das wird immer erstmal grün. Nee. Doch, das ist das. Das macht ja automatisch grün. Interessant. Und ich möchte das erstmal als Ziel so haben. Und wenn das uninteressant wird, mache ich das blau oder blend halt das komplett aus. Das mache ich jetzt auch bei dem. Wo haben wir denn das Teil? Der Schneefuchs, der kann schon mal gelb werden. Hier, da habe ich irgendwie so einen komischen Bug. Seht mal da. Signal Ursprung des fremden Notrufs und Signal Ursprung des fremden Notrufs. Und genau das ist das Gleiche. Also wenn ich die übereinander lege rechts, seht ihr das? Dann seht ihr auch, dass die Farben sich so ein bisschen vermischen. Also irgendwie haben wir das Signal des fremden Notrufs, mein Gott, zweimal in unserer Liste. Bisschen merkwürdig. Einmal drehen. So, Moment. Wo ist denn das Signal? Da links, da. Erbaute Fakt 1 Kilometer von hier nochmal. Das ist weit weg. Jetzt nochmal über 1 Kilometer. Obwohl, so weit sind wir gar nicht weg von unserer Base. Aber dadurch, dass ich jetzt Gelsäcke habe, würde ich jetzt mal kurz schauen, was wir daraus bauen konnten. Also Aerogel halt. Würde ich die auch mal kurz mal eben anbauen. Und wir haben langsam auch keinen Strom mehr. Ich muss vielleicht mal so einen Seebahn-Teil bauen. Ich hatte es gerne in der Baufolge der Base. Dass wir dann uns erst darum kümmern, wo so ein Teil hin soll. Aber vielleicht sollten wir uns das mal angucken. Also das Tauchdock, davon rede ich die ganze Zeit. Basiselemente, das Tauchdock. Titanbahn erweitert, HK-Besatz und Glas 4-mal. Ich weiß halt überhaupt noch nicht genau, wo das Teil dann andockt. Wie das funktioniert. Warum ist das so ein langer Schlauch? Und wie connecte ich das überhaupt? All diese Fragen. Ich denke, ich werde es jetzt einfach mal so hier ganz blödes platzieren. Und dann müssen wir gucken, wie ich das connecte. Ich möchte es aber gar nicht ganz gern mal... Ach was, wir setzen das nächste Folge. Das kann noch warten. Den Strom, den wir jetzt noch haben, reicht. Was ist für eine Musik? Kenne ich noch gar nicht. Haben wir, ist hier eigentlich die Musik so automatisch hier drin? Wild of the Deep. Lookbox. Wir hatten ja was Neues bekommen. Das hier. Machen wir ein bisschen lauter. Oh ja, ich habe noch nicht so viel Kram. Ich mache mal kurz einen Cut. Okay, ich habe jetzt alles eingelagert und wir können jetzt einmal die Wasserfiltermaschine endlich bauen. Jetzt erstmal hier hin. Vielleicht bleibt sie sogar an der Stelle. Das wird sich dann noch zeigen. Aber jetzt wird erstmal Energie verwendet, damit wir endlich Wasser bekommen. Eine unendliche Wasserquelle ist schon mal sehr wichtig. Ansonsten haben wir natürlich hier auch immer unsere Nüsse. Aber die Sachen werde ich hier auch wegplatzieren. Kann sogar sein, dass ich so kleine Blumentöpfe hier und da mal habe, weil die sieht echt schön aus, eine Pflanze. Die sieht interessant aus, aber jetzt nicht unbedingt die geilste Zimmerpflanze. Ja, das ist ein guter Song, muss ich sagen. Kann man gute Alben im Hintergrund hören. Aber ich mache es trotzdem ein bisschen leiser. So. Ich
habe jetzt auch noch ein bisschen Glas gebaut. Also rein theoretisch könnten wir nochmal versuchen, vielleicht doch das Ding hier zu bauen. Das Außenelement. Erweiterter Kabel. So, nein. Kann ich das... Nee, kann ich nicht. Kann ich das... Irgendwie ging das auch, dass man das hier... anpinnt. Aber irgendwie, keine Ahnung. Okay, viermal Glas. Ich habe keine Ahnung, wie das denn mal geht. Irgendwie habe ich das schon mal gemacht. Was ist ein erweiterter Kabelsatz? Mit Gold. Ja, mit dem, genau, mit dem hier. Und der normale. Also. Das, das. Fischkorallen und Gold. So, dann bin ich mal gespannt, wie das so aussieht. Und wie das funktioniert. Ich wollte das jetzt erst nächste Folge bauen. Jetzt habe ich mich beim Sortier wieder anders entschieden. Ach, ich bin ja auch ein blöder Typ, ey. Bin noch gar nicht fertig. Erstmal muss ich hier craften und dann muss ich auch noch Titanbarren haben. Hier. Nee, Produkte. Titanbarren haben wir genug. Moment. Hier habe ich auch noch Öl. Oh, ich Idiot. Und Batterien sind hier auch noch. Muss auch mal checken, was wir hier eigentlich so haben. Ich habe schon wieder hier eine Batterie rausgenommen. Nee, gar nicht. Doch, nee. Wir haben ein neues Öl geholt. Ja, geil. Perfekt. So, aber ich kann das bauen. Ich meine, es schadet nicht, aber es war unnötig, dass ich das geholt habe. So, jetzt... Ja, dann gucke ich jetzt aber auch mal direkt, wo könnten wir das am ehesten platzieren. Ich gehe mal sogar davon aus, dass wir vielleicht diesen Gang hier erweitern. Und dann das hier reinsetzen. Warum ist das hier nicht möglich? Warum geht das erst hier hinten? Okay, da ist die Pflanze, sehe ich gerade. Da ist die Pflanze und da ist das Teil. Aber das kann ich eigentlich abbauen. Ich weiß nicht, was habe ich denn noch hier noch drin? Der ganze Schmutz und Leuchtfackeln. Okay, ich mach mal kurz Platz hier. So, das sollte jetzt passen. Das haben wir alles weg. Und jetzt sollten wir das doch wohl hier irgendwo noch hin platzieren können, oder? Jetzt ist da die Pflanze weg. Hier könnten wir es bauen. Jetzt muss ich nur gucken, wie wir das connecten. Ob das dahin denn überhaupt geht. Na, das ist ja die nächste Frage. Für mich sieht das so aus, als wäre das hier ein Fenster. Das hier vielleicht dann die Möglichkeit dran zu docken. Aber wozu dieser Schlauch dann ist. Oder fährt man da rein? In diesen Tunnel reinfahren? Ist der so groß? Ja, das ist es. Ah. Okay. Das wird's sein. Dann würde ich das eher so platzieren. Ja, und so verbindet sich das auch mit der Base. Ja, das ist gut. Dann machen wir das so. Das ist ja interessant. Eieiei. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Also das sieht für mich, sieht das Gebäude nicht so groß aus, als könnte das da reinfahren. Aber das ist anscheinend doch recht knapp bemessen einfach. Aber es wird anscheinend gerade so gehen. Wir können ja auch noch dieses Aquariumabteil bauen. Wir können ja noch ein Abteil mehr setzen. Da bin ich auch gespannt drauf. Das können wir gleich auch mal bauen. Vielleicht auch so das eine oder andere Modul mal gucken. Ja, aber das geht. Baut man das, fährt man hier so rein und dann dockt das an. Okay. Ach so. Ich dachte schon so, wie sollen denn der hier reindrehen? Was ist denn mit meinem ganzen Schwenkding? Das fährt doch hier voll aus. Aber das, der Rest bleibt hier. Nur die vorderste Kapsel wird abgenommen. Das ist sehr verrückt. Das ist cool. Und die Seebahn braucht natürlich jetzt auch noch einen Namen. Ich wollte ihn erst Optimus nennen, weil das so ein Truck ist. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht so wirklich sicher. Da fällt mir noch ein besserer Name ein. Ist das eine Kamera, eine Live-Kamera? Ja, wird es wahrscheinlich sein. Und da haben wir auch eine Live-Kamera. Von den Modulen.
Cool. Sieht man die Kamera denn? Von wo guckt die? Von da. Da ist die Kamera. Wie nice. Von uns? Ne, irgendwie nicht. Unsichtbar. Hallo. Ne, ich sehe mich nicht. Das ist traurig. Okay, aber gut. Wie macht man denn hier jetzt eine Fahrzeugerweiterungskonsole hin? Da? Da nicht? Wieso kann man hier keine Erweiterungskonsole hinsetzen? Es ist doch ein Tauchdock. In dem anderen Tauchdock ging das ja auch. Was habe ich hier eigentlich noch drin? Oh, Titan. Und Gold. Das nehme ich natürlich auch gern mit. Okay, aber das Teil kann jetzt aufladen. Sieht man das eigentlich hier irgendwo? Nee, nur wenn ich drin sitze. Das ist verdammt cool, muss ich sagen. Also dieses Tauchdock ist nochmal eine ganz andere Nummer als die, die wir sonst so kennen. Vor allem für das Krebsding und für die Seemotte war das ja das gleiche. Schwupp, haben wir ein bisschen mehr Titan. Sehr schön. Haben wir auch schon ein Ding voll. Ups. Na, mein Gott, ey. Tut mich heute aber auch schwer, muss ich mit der Steuerung. Muss ich echt sagen. Heute ist ganz komisch. So, ich habe noch Sonstiges. Und den Kram, unser ganz Deko-Shit. Und auch hier noch ein bisschen was. So, das, genau, richtig, das ist dieses, nee, hier kann ich das nicht sehen. Das machen wir oben an der Fahrzeugstation. Wir brauchen einen Computership noch. Wir können noch ein weiteres Modulchen bauen, oder sogar zwei? Nee, den hier auf jeden Fall. Den Krebs können wir mittlerweile auch fast bauen. Emailliertes Glas. Ich hab schon wieder vergessen, was wir emailliertes Glas nochmal brauchen. Kabelsatz zweimal, das ist kein Problem. Per Stahlbarren. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil ich habe, glaube ich, kein Lithium mehr. Und emailliertes Glas weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht, was wir nochmal dafür brauchen. Konnten wir aber auf jeden Fall schon bauen. Diamant, Blei und Glas. Okay, ich denke, ich gehe mal kurz los und hole mal ein bisschen Lithium. Dazu docken wir jetzt aber hier nochmal aus. Das mache ich nochmal mit euch zusammen. Da kann man... Warte mal, was passiert? Okay, ich bin dann einfach hier. Das ist cool. Wir haben einen weiteren Eingang in die Base. Es wird mit Wasser vollgefüllt. Das Ding geht automatisch zu. Und wir werden auch hier rausgefahren. Okay, Gott sei Dank werde ich hier rausgefahren, weil ich dachte so, wenn ich hier rückwärts raus soll, dann ist das Ding kaputt, bevor ich überhaupt losgehe. Landeplatz. Ne, irgendwo in die Richtung wohl eher. Station Delta, da muss ich Lithium finden. Wow. Was ist das? Okay, da war ein Leviathan. Ich bin auch eh fast fertig. Glaube jetzt sogar. Ich schmeiß lieber nochmal im Silber weg und nimm nochmal das Teil. Da war gerade ein Leviathan. Ein riesiger Fischi. Würde ja ganz gern mal gucken. Vielleicht war das Tastteil auch... Was man in einer Folge zuvor auch schon mal gehört hat. Oh, ich habe gar keinen Sauerstoff mehr. Der ist auf jeden Fall in die Richtung da geschwommen. Ein Xeno-Eingang. Ja, ob wir das nochmal wiederfinden? Also ich habe es jetzt auch nur so mit der Schwanzspitze halt gerade noch so gesehen. Aber das war auf jeden Fall etwas, was wir noch nicht kannten. Und es war recht groß. Und das war keiner von denen hier. Also, da Sirum hatte mir erstmal irgendwann geschrieben, dass ich verdammtes Glück habe. Und dass das Ding wohl irgendwo bei mir in der Nähe war und ich dann irgendwie abgehauen bin. Ohne es zu wissen. Ich kann mir vorstellen, dass das wäre dann vielleicht hier an der Stelle. Weil hier war ich ja schon ein paar Mal. So, ich gehe jetzt nach Hause und lage erstmal alles ein und dann craften wir wieder. Okay, bin wieder zurück. Habe jetzt auch noch gesehen, dass wir die Blaupause von dem anderen, von dieser Dockingstation noch da hatten. Aua. Okay, das Reinfahren habe ich immer noch nicht drauf. Aber egal, ist wieder repariert. Welcome aboard, Captain.
Sehr schön. Das wäre eigentlich noch besser, wenn das Wasser vorher abfließen würde und dass man nicht noch nasser wird, ne? Aber ich meine, okay, wenn es die ganze Zeit nass, juckt also nicht. Okay, das kam jetzt überraschend. Ich habe ein Bett gebaut, weil es halt Nacht war und wir hatten keinen Strom mehr. Ich habe halt nur die Solaranlagen, deswegen habe ich mal kurz ein Bett gebaut oben und ich habe auch schon damit gerechnet, dass vielleicht eine Ansage von Alan kommt. Und ja, tatsächlich kam da was. So, wir haben jetzt schon mal das Glas fertig. Blei habe ich dabei. Nee, Magnesit nicht. Lithium. Mach gleich mal zwei davon. Brauche ich ja eh. Moment, das Glas habe ich noch nicht. Da habe ich wohl. Lithium und Glas. Dachte ich. Ach nee, Diamant brauchen wir dafür, ja. Klar, Stahlbarren brauche ich aber den Kram für. Ach, schwer verwirrt. Ich komme schwer durcheinander. Ich denke mir immer, Glas mit Lithium ist gleich emailliertes Glas, also härteres, stärkeres Glas. Seek fluid intake. Moment, wir haben ja hier geiles Wasser. Können wir uns ja da mal einmal gönnen. Zack. Vital signs stabilizing. Das ist schön. So, okay. Diamant. 1, 2. Blei. 1, 2. Haben wir, glaube ich, aber eh dabei. Emailliertes Glas. Und den Plastahlbarren. Und dann haben wir das. Und dann können wir das Aquarium-Ding jetzt auch schon mal bauen. Ich denke aber, ich fahre mit dem Teil jetzt hoch. Da muss ich das Ding nicht allzu weit ziehen. Falsch. Hier muss ich rein. Ich glaube, ich kann es eh nicht hier reinziehen, wahrscheinlich. Also ich muss wahrscheinlich eh ausdocken. Da haben wir die Fahrzeugstation. Einmal so. Nein, ich wollte das nicht einpacken. Mano. Ich wollte draufsteigen. War zu voreilig. War mein Problem. So, einmal klettern. Mobile Station benutzen. Seebahn, Aquariumabteil. Ein koppelbares Seebahnabteil zum Einfangen lebender Tiere aus der Umgebung. Ja, geil. Ein Satz, zweimal verlesen oder dreimal. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Oder jetzt an links und rechts einfach die ganze Zeit so Fischis bekommen oder so. So, jetzt können wir das mal so andocken. Aber es ist schon cool. Also geile Idee mit den Modulen. Das ist ja noch fetter. Oh mein Gott, mein Arsch wird immer dicker, Leute. Open hier. Vorrat ansehen. Okay, das sind die Fischis sozusagen dann da drin. Können die denn rein theoretisch jetzt auch schon reinkommen? Ui, wir können hier sogar runtergucken. Das ist ja cool. Nur oben nicht, aber das ist egal. Wir können auch hier an den Seiten gucken. Haben wir vielleicht mal durch so einen Fischschwarm durch? Der zählt wahrscheinlich nicht, aber du? Ich glaube, der sammelt nicht von alleine ein, oder? Ich hatte das erst so verstanden. Wie das auch gerade da so mal so stand. Aber ich denke, ich muss selber Fische einsammeln und da kann ich die hier reinlegen. Sieht einfach nochmal hübscher aus als einfach nur im Lager. Aber es ist an sich einfach nur ein Lager. Also es hatte sich erst so angehört, als würde das automatisch Fische einfangen, aber ich glaube es nicht. Also ich habe ja gerade so einen Fisch gerammt. Also wie soll der dann automatisch das einsammeln, ne? Aber jetzt habe ich zum Beispiel wen mit meinem Arsch getackelt. Aber hier ist kein Fisch drin. Nee, okay. Dann funktioniert das nicht so, wie ich erst dachte. Ich kann hier einfach meine Fischis ablegen, wenn ich welche dabei habe. Und die können dann noch ein bisschen schöner leben als jetzt hier in dieser Grümpelkiste. Ich würde gerne hier in ein Fenster reinsetzen. Aber Fenster ist gleich instabil, ne? Macht man eigentlich nicht. Aber ein Aquarium. Das ist es. Okay, mache ich jetzt vielleicht noch irgendwas? Ich habe irgendwie Lust, das da noch zu machen. Muss ich sagen. Auch wenn jetzt die Zeit so langsam dem Ende neigt. Glaube ich zumindest. Mach mal die Baupläne alle weg. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade noch Bock, was zu tun.
Ich sollte vielleicht noch vorher was essen. Aber das wäre smart. Hier haben wir eher unseren Eingang. Ich habe unseren Gelsack auch wieder gefunden. Der war in dem Container da hinten. Im Baucontainer. Als ich ausgerümpelt habe. Alles wieder gefunden, aber ich wusste auch nicht mehr, dass ich diesen Baucontainer überhaupt noch habe. Ich dachte, ich hätte schon alles rübergebracht. Hier einmal. Ein paar Nüsse. Das sind einige. Nom. Ja, das passt. Wir haben hier auch noch Medikits drin, ne? Ich kann mir auch einfach hier eins rausnehmen. Ich habe da auch noch Wasser und Nahrung, aber gut. Hab keine Ahnung, vielleicht wird die Folge jetzt gerade über eine Stunde. Kann ich mir gut vorstellen. Aber egal. Also wir gucken auch erstmal, ob ich das überhaupt bekommen kann. Ich fahre jetzt erstmal in die Richtung. Falls ein Leviathan ist, drehe ich eh um und beende die Folge. Dann ist das so. Aber ich möchte mal ganz kurz in die Richtung so ein bisschen schauen. Da ist die Pilotin. Also wir sind ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Rosensporenhöhle und wahrscheinlich auch ähnliche Tiefe. Vielleicht ist das sogar die Rosensporenhöhle da. An der Stelle. Jetzt fahren wir nach Osten und Südosten. Also gar... Okay, wir fahren wirklich in einen Bereich, wo wir noch nie waren. Und vor allem, wo der Leviathan auch sein könnte. Wenn ich mir das so überlege. Weil der ist in diese Richtung geschwommen. Sonst halt da ist nach Süden, aber wir fahren jetzt auch ein bisschen weiter nach links unten, also rechts unten eigentlich von der Map aus gesehen. Ich höre böse Dinge. Ah, das seid ihr. Okay, das ist schon mal gut, wenn ihr das seid. Das war aber nicht einer von euch, oder? Oh Mann, ich bin jetzt richtig... Da ist er. Da ist der Leviathan, den wir vorhin auch gesehen haben. Okay, dem nähere ich mich lieber ohne so ein Fahrzeug. Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht. Im ersten Teil. Boah, Alter, ist der... groß. Ich sehe ihn gerade nicht. Der ist irgendwo da hinten. Da ist er. Oh mein Gott. Boah. Uiuiuiui. Okay, der sieht auf jeden Fall übel aus. Ich versuche den mal zu scannen. Ist hier noch mehr? Ich hoffe auf jeden Fall noch mehr Schreie ab. Der ist nicht so laut eigentlich. Oh, der sieht voll cool aus. Oh mein Gott. Autsch. Eieiei, der hat echt wehgetan. Ich glaube, das war keine gute Idee, uns dem zu nähern. Ich glaube, ich verpiss mich wieder. Der macht viel mehr Schaden, als ich dachte. Der ist ähnlich gefährlich, glaube ich. Wie... heißt denn der im ersten noch? Dieser Chili-Ceratops-Ding. Das war das Ding, was die Pilotin bei sich da hängen hat. Diese Dunkelheit und diese Stille ist so schrecklich. Also ich bin eigentlich der Typ, ich mag gerne Dunkelheit und Stille. Nämlich die Nacht, ich liebe es. Aber hier im Ozean und in den Gefahren... Ich würde es auch nicht, glaube ich, so sehr genießen, wenn ich mit einer Nacht im dunklen Wald wäre. Von daher... Ich würde sagen, wenn wir zu dem Teil wollen... Dann würde ich eher außen rum fahren. Aber das lasse ich dann vielleicht diese Folge doch noch. Wir haben noch den Leviathan gesehen. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nach Hause und ich möchte leben. Auch wenn ich ja sagen muss, dadurch, dass wir in der letzten Folge gestorben sind, war ja gar nicht so wild, ne? Habe jetzt nicht so viel Schlimmes dadurch verloren. Aber trotzdem... Will ich das nicht. Also ich habe kein Interesse daran zu sterben und das unbehagliche Gefühl bleibt trotzdem noch erhalten, was ich auch ganz gut finde. Und der Überlebensinstinkt ist auch noch da.
werde jetzt nicht einfach random reingehen und sagen, ja, scheiß drauf, ich verliere eh kaum was. Wenn ich, selbst wenn ich mein Inventar verliere, ist jetzt eh egal. Ich habe eh nichts dabei. Das kann man ab einem bestimmten Punkt machen. Sorry. Aber da bin ich noch nicht. Ich habe noch so viele andere Punkte, wo ich langfahren könnte und wo ich hin kann. Auch wenn uns irgendwie eine Art Waffe fehlt. Oder ich muss gucken, ob ich vielleicht eine Leuchtfackel würde ich vielleicht mal probieren beim Landeplatz 2. Vielleicht ist das eher so ein Ding. Ich muss mir mal Gedanken machen, was wir an Objekten haben. Und wie wir so einen Pierschau vielleicht erledigen können, damit ich einen Wärmeanzug bekomme. Es wäre schon nützlich. Würde ich mal sagen, wenn wir einen Wärmeanzug hätten. Aber das reicht mir eigentlich nicht. Ich bräuchte eigentlich so eine Stasiskanone oder so. Eine Schubkanone könnten wir bauen, ne? Vielleicht brauche ich eine Schubkanone. Damit könnten wir uns zumindest ein bisschen wehren. Was anderes haben wir ja nicht. Den Mineraldetektor habe ich auch nie dabei. Den baue ich auch nicht. Okay, Schubkanone können wir doch noch nicht bauen. Schwimmkörper habe ich noch nicht einmal eingesetzt im ganzen Spiel. Auch im letzten Teil nie. Könnte mal nützlich sein. Ablenkung von Raubtieren. Steht da sogar drin. Einfach mit Schwefelkristallen. Wir haben aber eh schon sau viele davon. Hier habe ich welche drin. Ich nehme davon mal welche mit und dann gehen wir beim nächsten Mal. Obwohl, ich werde vielleicht erst Basenbau betreiben. Aber dann gucken wir beim übernächsten Mal oder so. Dann irgendwie bei den hier schon nochmal vorbei. Dann werde ich das mal ausprobieren. Aber ansonsten sollte es erstmal heute gewesen sein. Ich ziehe das jetzt noch eben ein. Ich bedanke mich aber schon mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!